Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Über das Ziel, dass im Straßenverkehr niemand zu Schaden kommen soll, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das hat auch die bisherige Debatte gezeigt. Und positiv ist mit Sicherheit auch, dass die Anzahl der Verkehrstoten vergleichsweise auf niedrigem Niveau ist und weiter rückläufig ist. Und trotzdem sind im Jahr 2020, selbst unter Pandemiebedingungen, 2.719 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Und auch wenn die Anzahl der Schwerverletzten mit 58.016 rückläufig ist, das sind immerhin 11%, es sind 58.000 Schicksale von Menschen. Menschen, die oftmals bleibende körperliche oder seelische Schäden ihr ganzes Leben mit sich tragen müssen. Und vor diesem Hintergrund ist es mir zu wenig, was hier die Koalition an Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit vorsieht. Vier Beispiele. Wir brauchen mehr Maßnahmen, was das alltägliche Autofahren überflüssig macht. Wir müssen den ÖPNV noch stärker fördern und vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Wir müssen deutlich mehr Güter über die Schienen und Wasserstraßen transportieren als über Fernstraßen und Autobahnen. Verkehrsvermeidung verringert Verkehrsunfälle. Zweitens. Deutschland braucht endlich ein Tempolimit auf Autobahnen. Auch wenn die Opferzahlen hier besonders rückläufig sind, noch immer sterben Menschen, weil ungebremst gerast werden darf. Tempo 130 ist eine zwingende Notwendigkeit, und das nicht nur aus Sicht der Verkehrssicherheit. Das gilt im Übrigen auch für Tempo 80 auf Landstraßen und für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts. Drittens. Wir müssen die technischen Überwachungsvereine und ähnliche Organisationen stärken. Autos und LKWs sind heute mit viel elektronischer Technik ausgestattet. Vieles davon dient der Verkehrssicherheit, und das ist vollkommen unstrittig und auch gut so. Die Daten, die hier aber ausgelesen und bearbeitet werden, müssen für die Organisationen wie TÜV, DEKRA und Co. uneingeschränkt lesbar sein. Eine Abwägung zwischen den Interessen der Autobauer, die auch berechtigt sind, und der Verkehrssicherheit darf nicht zum Nachteil der Verkehrssicherheit ausfallen. Und wenn man gerade ernsthaft über autonomes Fahren nachdenkt und hier forscht, dann ist dies ein nicht zu unterschätzender Faktor. Viertens. Wir brauchen zwingend eine 0,0-Promille-Grenze, was dem Alkohol im Straßenverkehr angeht. Das passt im Übrigen auch zu dem Titel Vision Zero. Beim Thema Verkehrssicherheit ist also noch viel Luft nach oben. Ich hoffe sehr, dass neue Mehrheiten im Oktober hier im Bundestag die Kraft und den Mut haben, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen, beim Tempolimit auf Autobahnen gibt es bereits heute eine Mehrheit unter den Wählerinnen und Wählern, weshalb selbst der ADAC seinen Widerstand aufgegeben hat. Nachahmung ist also empfohlen. Ein herzliches Glück auf und vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lutze. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Daniela Wagner.